Willkommen zurück zu Spellforce. Beim letzten Mal haben wir mit den Herrschaften hier allen geredet. Und mit ihm müssen wir reden, wenn wir hier durch wollen. Aber auch erst, wenn ich der Meinung bin, ich bin dafür bereit. Ja, das kann und wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich dafür bereit bin. Denn ich muss jetzt erst anfangen, mich aufzubauen. Also, fangen wir mal an. Ich brauche dich. Du musst einmal hier hin. Machen direkt erstmal Elfen. Denn Elfen können helfen. So. Direkt erstmal 5 Arbeiter. Dann einmal hier rüber und die Zwergen auch bauen. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier alles schön anstellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das wird schon irgendwie. Leicht. Eventuell. Ich werde mal anfangen hier Holz abzubauen. Das bisschen, was hier in dieser kargen Landschaft so ist. So. Dann hier. Ein paar Zwerge. Was wir haben, haben wir. Wir müssen auf jeden Fall Zeit zusehen, in die Hände, Männer. Dass wir... Was wollt ihr? Und schön ausbauen. Wir haben ja quasi im Moment keine weiteren großen Bedrohungen. Kann natürlich hier auch noch was machen, aber... Ja, nee, wir machen das nur hier vorne. Ich glaube, es sollte hinhauen. Ja? Doch, ruhig Arbeiter in Massen. Ihr? Eine meiner leichtesten Übungen. Gibt es hier denn noch irgendwo Eisen? Da. Machen wir aber weit laufen, du. Naja, von nichts kommt nichts, ne? So. Was ihr hier, wollt. Wenn es nochmal so weit ist. Meine heilige halt auch Pflicht. Ganz tolles anderes Zeugs bauen, aber. Ja, mal an Holz kommen. Ich meine, andere machen das dann anders. Indem der. Gibt es Arbeit? Ach schon. Halt erstmal hier vorne, hier. Dich aufbaust und machen tust. Da haben sie vielleicht hier die Zwergen hier eingenommen und sich damit aufgebaut und dann sich hier einen Weg vorgeschlagen hat davon. Ich hab's anders gemacht. Gibt es Arbeit? So. Weil ich es kann. Dann brauchst du als erstes mal einen Steinbruch. Bockt in die Hände, Männer! Müssen wir generell auch gucken, inwiefern das dann überhaupt reicht. Ja. Die können doch hier irgendwo eine Farm bauen oder so, ne? Genau, Schweinezucht. Habe ich denn da eigentlich jetzt noch irgendwas an Bauplänen? Ist nur das, was wir eh schon haben. Okay. Gibt es Arbeit? Das heißt, die Schweinezucht braucht auch nur 120 Steine. Das heißt, mit denen können wir als nächstes dann anfangen, wenn die hier Steine fertig haben. Und dann kann man immer noch sehen, hey, Eisenlager ruft. Und so. Ja. So, wir machen direkt ein Förster, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Muss ich nur finden. Brauchen wir aber erstmal ein kleines Haupthaus für. Wenn ich es finde. Verdammt. Waffenkammer? Da. 100 Holz brauchen wir. Das kann sich nur um Stunden handeln. Weil einen Förster brauche ich hier definitiv in diese kargen Landschaft. Bis das Haupthaus fertig ist, haben die dann vielleicht auch genug für den Förster. 50 Holz sind es ja nur. Bitte warten. Ich eile. Was ihr wollt. Das ist nicht weit. Das ist gar kein Baum. Das ist kein Baum. Das steht hier nur. So sei es. Ja? So, haben wir es jetzt? Ja. Da ist Haupthaus bitte irgendwo da. Wie ihr wünscht. So, die anderen hier müssten auch so weit sein, dass wir. Was wollt ihr? Ein Schweinezucht bauen können. Fresh ans Berg. Ja, mach mal da hin. Ich höre, Nied half zur Ehre.
Aber wir brauchen ja Nahrung, damit wir halt unser Maximum an... Was ist euer Begehr? Das Bauwerk ist vollendet. An Einheiten erhöhen können. Jagddinger, weiß nicht, ob das hier viel Sinn macht. Und Jagdhaus der Elfen. Mal ein bisschen Zeugs gibt's ja hier. Wäre eine Maßnahme. Das Gebäude ist fertig. Aber halt vielleicht dann gleich. Ihr dürft was alle wollt da ihr arbeiten. In das Spiel? Ach, da muss nur einer arbeiten. Ihr wünscht. Wird gemacht. Ach so, okay. Jawohl. Gibt es Arbeit? Wird gemacht. Ihr wünscht. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine etwas langsame Schweineproduktion oder Nahrungsproduktion, besser gesagt. Okay. Sprecht. Dann macht ihr jetzt bitte einen Förster. Und in der Nähe hiervon. Es ist mir eine Ehre. Kommt dann die Holzfällerhütte. Die Rune ruft? Das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Aber da müssen wir jetzt durch. Holzfällerhütte, ja, mach mal hier so es hin. Es ist mir eine Ehre. Das wird reichen von der Das Bauwerk Entfernung, ist vollendet. Ich. So. Ihr habt alle was zu tun. An? Dann könnt ihr die Mine bauen. Um hier das Eisen abzubauen. Was steht an? Was haben wir noch so Schönes? Die Schmiede. Für militärische Einheiten. Das wäre schon mal ein Anfang. Wir können aber auch noch ihr weiter Schweineschuchten Zuchten bauen. Was warum haben wir? Was wollt ihr? Wieder kann ich nichts hinbauen. Dann machen wir hier. Das wird ein Meisterwerk. Gibt es Arbeit? Jawohl. So. Und dann können wir vielleicht schon mal hier sowas wie eine Schmiede bauen. Spuckt in die Hände, Männer! Was wir haben, haben wir. Das Gebäude ist fertig. Mine. Ich höre. Kann er nicht hin? In die Hände, Männer! Hat er natürlich 10 Eisen irgendwo verloren oder sowas? Kann sein. Achso, ah, okay, hier ist schon besetzt. Ich höre. Ah, okay, mein Fehler. Egal. So, warum sind jetzt hier nicht alle? Achso, ja gut, die kommen wahrscheinlich dann so gleich so nach und nach dahin. Kennt man ja schon. Die sind auf jeden Fall fleißig am Bäumchen setzen. Wir haben nichts zu tun. Was wollt ihr? Schon unterwegs. So. Das Haupthaus könnte man theoretisch auch hier machen. Das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Reicht ja eigentlich, wenn wir ein Haupthaus haben und das halt dann die nächstgrößeren theoretisch machen. Und hier halt nur das, was wir halt wirklich brauchen. Wie zum Beispiel, wenn wir die Mondsilberhalle bauen wollen. Mondsilber habe ich jetzt aber hier noch nicht entdeckt. Was nichts heißen muss. Kann durchaus sein, dass hier noch irgendwo was ist. Ja, zum Beispiel. Schon unterwegs. Das heißt, die können da vorne hin. Ah, nee, das ist ein. Da, das brauche ich. Die Mondsilbermine. Und in dem Fall brauchen wir das kleine Haupthaus von denen. Okay. Bitte warten. Haben wir dann zwar wahrscheinlich nur 3, die dort. Ah, da haben ich wir dann höre. Noch. Gib mal dahin. Und los. Lasst uns anfangen. Kleiner Haupthaus. Kleines Haupthaus. Da. Bauen wir dahin. Ried half zur Ehre. Ich höre. Und ihr helft den hier vorne. Kleinigkeit. Weit so furchtbar. So. Was ihr wollt. Wir haben hier einen herrenlosen Arbeiter. Ja, schon unterwegs. Arbeiter.
Du bist Handwerker. Was ist euer Begehre? Weil, dann machen wir mit dann tatsächlich nochmal eine Jagdhütte. Ja, nimmt den anderen hier das Zeug weg, ist okay. Zur Stelle. Sofort. Wenn wir selbst kein Holz haben, dann müssen halt die Bäume hier weichen. Ganz einfach. Logisch. Haben wir nur die vier oder haben wir noch irgendwo einen Arbeiter? Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, ne? Aber ich glaube, hier können wir vielleicht noch ein paar bauen. Hier können wir noch ein paar bauen. So. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Dann kommt mal mit. Was ihr wollt. Fünf Stück. Jagdhaus. Irgendwo hier vorne hin. Mitten in die Pampa. Können Sie Büffel jagen? Was wollt ihr? Kinderspiel. Schon unterwegs. Frisch ans Werk. Da gehörte dazu. Ich war gerade verwundert, weil die halt dann hier anstehen. Aber das ist halt, wenn sie nicht so viele Abbaustellen haben. Theoretisch könnte ich denen halt sagen, hey, baut mal woanders ab. Aber nun gut. Nahrung haben wir 150. Es wird langsam. So, dann können wir gucken, was wir womit bauen. Was hätten wir denn für Möglichkeiten? Eismagierin ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt aufgrund ihrer Kälte-Dingens. Aber Lenya, ich habe doch, wir haben irgendwo Lenya gesehen, da habe ich doch noch gesagt. So, das kann man jetzt viel besser erkennen. Dort habe ich. Ich eile. So, dann können wir hier Lenya-Gedöns bauen. Das Bauwerk ist vollendet. Lenya-Sammler. Das könnte ich. Oh no. Gucke gerade, ob es halt noch was gibt, was die Lenya-Produktion erhöht. Wo sieht das nicht danach aus? Okay. Dann bauen wir dahin. Lasst uns so, anfangen. Da, ihr da. Was steht an? Baut mal eure Mondsilbermine. Richtig, ne? Jo. Nied half zur Ehre. Bin vom Tutorial noch so ein bisschen geschädigt. Versteht man vielleicht. Lasst ne? uns anfangen. So. Was brauchen wir denn alles für die Zwerge, für ihre weiteren Einheiten? Die Mondsilberhalle, genau. Und die große Waffenkammer. Was wollt ihr? Haben wir hier die Mondsilberhalle? Schon so gut wie erledigt. Dass hier wieder was besetzt werden muss? Kann sein. Gibt es Arbeit? Muss aber nicht zwingend. Das ist die große Waffenkammer. Das Gebäude ist fertig. So, und sind die da hinten am Abbauen? Das läuft. Die hier nicht. Wieso? Wo sind sie denn? Überhaupt auf dem Weg? Ja, die haben halt nur einen langen Weg. Okay. Na gut. Überredet. Aber der Wald, der wird hier langsam. Da haben wir auch bald eine vernünftige Holzproduktion. So, weil ich mir immer nicht merken kann, in welchen Gebäuden halt irgendwelche Upgrade-Möglichkeiten sind, außer halt Haupthaus, gucke ich da immer mal wieder nach, ob es da irgendwas gibt zum Upgraden. Aber im Moment eher nicht so. Und die stehen da und tun nichts. Okay, die müssen halt jetzt warten. So, für die haben wir auch noch keine Waffenkammer.
Könnte man theoretisch jetzt was gegen tun. Aber wir haben auch noch nicht so viel Holz. Ich sage, oh, da balle ich, ist aber alles raus. Müssen wir gucken, was wir von welchen Einheiten denn gleich so bauen. Weiß es noch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn du hier auf die teuren Einheiten so ein bisschen gehst. Wir haben ja viel vor uns. Viel an Gegnern. Ah, da geht noch was. Stimmt, wir haben jetzt auch die große oder mittlere Haupthaus. Das heißt, wir können jetzt auch mehr Einheiten bauen. Ich war gerade schon so ein bisschen so im Kopf halt am rotieren. Ich habe vielleicht zu wenig Einheiten, also zu wenig Arbeiter, um hier alles zu besetzen, zu bauen und so weiter. Ach ja, Haupthaus. Ja. Mal doof. Typischer Moment. Ganz typisch. Können wir nämlich ihn hier schon mal bauen. Der baut dann hier das andere Gebäude, was wir da brauchen. Was wollt ihr? Das mittlere Haupthaus und dann die große Waffenkammer. Das wird ein Meisterwerk. Und dann mal gucken. Was ihr wollt. So. Lohnt sich das überhaupt mit denen jetzt hier schon irgendwas anzufangen? Weiß halt nicht. Nahrungslager können wir in der Nähe von denen hier theoretisch machen. Hätte ich vielleicht schon im Vorfeld mal dran denken können, aber nö. Warum denn? Wer bin ich denn? Naja, die Steine sind quasi fertig. Dann kommt mal bitte mit und macht den nächsten Steinhaufen einmal platt, den ich hier finde. Ich weiß, es gab ja noch irgendwo was. Vielleicht irgendwo hier unten, oder? Nee? Hier ist sonst auch noch Malenia. Malenia. Ein komischer Bossname. Hier keine Steine? Irgendwas weißt du, wo wir halt jetzt einfach schneller Stein abbauen können, weil halt einfach mehr vorhanden ist? Gibt's ja nicht. Wie blöd. Also mehr als sonst? Weißt du, was mir hier manchmal im Spiel so ein bisschen fehlt? Musik. Außerhalb der Kämpfe und so. Es gibt hier keine Steine. Ja. Dann geht mal hier hin. Kleinigkeit. Mine für... Eisenbruch. Steinbruch. Beinahe wieder einen Fehler gemacht. Alle hätten wieder gelacht. Alle. Ist hier oben nichts weiter so Steiniges? Hier gibt es noch ein bisschen Stein. Also nicht so, als ob es keinen Stein gibt. Das ist gut. Hier hinten auch noch Mondsilber. Okay. Na gut. Wollen wir mal nicht so sagen. Sprecht! Bärensammler brauche ich jetzt nicht. Eine Waffenkammer wäre nicht verkehrt. Hol die mal da rein. Alles hier Vorbereitungsmaßnahmen für den großen Krieg. Können wir das schaffen? Ich weiß ja nicht. Da kann ich was. Zack. Eine Einheit wurde aufgewertet. Krieger. Also er hier. Ist nicht verkehrt.
Ihr Eisenvorrat geht auch bald zur Neige. Baue mich hier ganz in Ruhe auf. Und dann überrenne ich einfach alle. So sieht's aus. Das Gebäude ist fertig. So, du hast da fertig. Hier wird das mittlere Haupthaus noch gebaut. Danach können wir das Ding bauen. Aber wir brauchen 350 Steine, die habe ich jetzt nicht. Spuckt in die Hände, Männer! Aber wir arbeiten dran. Wir sind auch schon am Steinabbau. Fleißig, fleißig. Und hier könnte man zum Beispiel jetzt einfach einen abstellen, der halt da kontinuierlich noch weiter abbaut, ne? Theoretisch. Oh, wir hier sind immer noch nicht fertig, ja? Wir sind noch am Wachsen. Allesamt. Gibt es Arbeit? So, schicken wir euch schon mal zu der nächstbesten Eisenmine. Irgendwo habe ich doch wieder eine gesehen gehabt. Aber wenn wir da schon zwei haben. Kleinigkeit. Geht nicht so viel tun. Da haben wir so einen kleinen Eisenvorrat. Irgendwo hier war doch auch was. Da oben. 50. Kleinigkeit. Ist auch nicht die Welt, ne? Eisenmine. Da. Bam. Ist nicht die Welt, aber macht wenigstens etwas. Wie erwünscht. So, große Waffenkammer, bitte. Die ist so groß. Spuckt in die Hände, Männer! Lasst uns anfangen. Resch ans Merk. So, du bist dann der eine, der hier Steine bauen kann. So. Also die Krieger können wir zum Beispiel schon mal machen. Eine Elfen, vielleicht so ein paar Heiler mit dazu. Weil die Heiler beim letzten Mal, die sind ja auch mitten in den Kampf reingegangen. Da habe ich ja gedacht so, ja, vielleicht so ein bisschen abseits von der Truppe und so. Mal gucken. Also wir haben jetzt bei den Zwergen überwiegend nur Nahkämpfer. Also ich würde hier ein bisschen auf Fernkämpfer gehen. Ja, vielleicht ein paar von ihr. Die und die dazu. Also ich brauche hier dann noch Schule Alten, Ellen, Elenhain, Eisenlager, Schützenhalle. Wir brauchen einfach hier noch alles. Alles. Alles, was wir noch nicht haben. Zur Stelle. Alles, wofür ich kein Holz habe. Sägemühle brauchen wir auch, damit Pflicht. Wir schneller Holz kriegen. Ja. Hätte ich auch schon mal vorher dran denken können. Oder ich habe auch vorher dran gedacht und dann kam anderes dazwischen. Bauen wir eine Schützenhalle. So sei es. Was ihr wollt. Ich kann natürlich auch noch weitere Förster anlegen. Ich glaube, bis sich das da halt wirklich lohnt, dann brauche ich schon kein Holz mehr oder so. Bei. Ach komm. Was ihr wollt. So. Förster. Förster Nummer 2. Bam. Weil selbst wenn wir halt dann unsere Armee aufrechterhalten haben, kann es halt sein, dass wir halt derbe auf Maul kriegen und andere Kreaturen brauchen. Das heißt, nachbauen müssen. Das heißt, wir brauchen dann wieder neues Holz. Macht Sinn, ne? Nur zu! Ihr hier habt alle Spaß, ja?
weitermachen. Problem ist, das Jagdhaus hier ist jetzt schon wieder überflüssig. Weil keine Tiere. Das heißt, unsere Hauptnahrungsproduktion besteht wirklich aus Schweinen. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich da so viele habe. Wir können natürlich die Jäger jetzt wieder woanders hinzimmern, aber dann brauchen wir auch wieder das Nahrungslager wieder in der Nähe davon. Auf jeden Fall können wir die Jäger eventuell arbeitslos machen. Die Wache wollte ich jetzt gar nicht bauen, ne? Wache ist da. Nee, will ich gar nicht bauen. Und was wir dann bald bauen können, wir machen jetzt Folgendes. Schicken die einfach jetzt hier alle in die Holzproduktion. Was ihr wollt. Sofort. Zur Stelle. Was wir dann machen könnten, schon wäre... Schon unterwegs. Der einen Büffel könntest du jetzt hier noch ausschlachten, ne? Die eine macht das ja auch noch. Wäre nochmal ein großes Haupthaus. Aber es braucht halt auch erstmal Holz. So sei es. Wir arbeiten ja am Holz. Es dauert halt ein bisschen. Und sie hacken sogar schon von den frisch gebauten Bäumen. Ist das nicht toll? Das heißt, es geht langsam ein bisschen besser voran. Was steht an? Hier. Schaut euch hier eine kleine Mine auf. Bis wir einfach alles abgegrast haben. Alles. Und noch mehr. Wir brauchen ja auch viel Eisen. Zur Stelle. Zum Ruhme Arins. Stand nur dumm rum. Meine heilige Pflicht. Jetzt stehen sie nicht mehr dumm rum. Und so wenigstens was für ihr Geld. Da ist das Ding immer noch im Aufbau. Das ist wieder eins von den Gebäuden, die einfach so lange brauchen, wie zum Beispiel der Schützenplatz von den Menschen. Ne? Der braucht auch ewig. Völlig unbegründet, aber der braucht halt ewig. Wenn halt nur einer dran werkelt. Ist halt so. Kannst du nichts machen. So, der letzte Arbeiter, den wir hier bauen, der macht dann unter anderem gleich immer ein Haupthaus. Ja. Bei 500 Holz. Das kann sich nur um Stunden handeln. Die Spannung steigt. Können wir das schaffen? Nö. Einfach nur nee. Guck dir an, weißt du, mit welcher Geschwindigkeit die hier ihr Holz halt von A nach B tragen. Ja, also... dafür überhaupt, ne, bezahlt werden. Unding. Ja, ich würde mal Urlaub machen, so wie die hier arbeitet. Ist so. Am nächsten bringen sie es alle zum Sägewerk, egal von wo sie kommen, ja. Und nicht irgendwie auf dem Weg dahin, hierhin oder dahin. Ja, kann man machen. Schild brauche ich immer noch nicht. Die Rune ruft? Ja, die Rune ruft. Immer und stetig. Die Schweineproduktion bei den Zwergen ist jetzt nicht so die schnellste. Lasst uns anfangen. Gibt es Arbeit? Kinderspiel. Nahrungslager. Ha, 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 ha. Witzig. Hätte ich ja mal vorher dran denken können. Warte. Jemand hat mir gesagt, wie ich drehen kann, das Gebäude. Nein, das ist uns drehen. Warte mal. Hat der Kommentar gesagt? Warte. Muss kurz Kommentare lesen.
Oder war es nur Karte drehen? Könnte auch sein. Warte. Ganz Gebäude bei gedrückten Steuerung und Shift per Mausrad drehen. Ah, okay. Das Gebäude ist fertig. So. Falls dieses Nahrungsding ist da. Oh, jetzt ist weg. Ah, jetzt kann ich es da drehen. Ha! Need half zur Ehre. Dann bauen wir es halt dahin. So. Ist auch schon, ne? Also. Mich, der halt andere Strategiespiele auch gespielt hat. Also ich denke so, ja, warum wird dann nicht angezeigt, hey, in Rot, so, ja, du kannst es hier nicht bauen. Und das ist einfach an der Stelle halt dann einfach anders hindrehst. Weißt du? Haben Anno und Co. auch geschafft. Ich schlag Windschütze. Baue ich Windschütze? Nein, die werde ich nicht bauen, glaube ich. So, aber ja? Du kannst endlich deine große. Du kannst endlich dein mittleres großes Haupthaus bauen. So sieht's aus. Ich dachte, sowas hätte ich schon. So, du hast nichts zu tun? Dann kannst du bestimmt was anderes Schönes bauen. Schützenhalle haben wir. Illenhain haben wir noch nicht. Bauen wir dahin. Meine heilige Pflicht. Du hast nichts zu tun. Verteidiger. Verteidiger werden wir bauen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja, dann kannst du jetzt hier den Einsteiger abbauen. Merk. Bin da ja nicht so. Weil der muss dann bestimmt hier im Nahrungslager arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, wie das dann hier weitergeht, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Spellforce. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.